Brasilien, die Überschwemmungsgebiete am unteren Rio Tapajós. Während der heftigen Niederschläge in der Regenzeit steigen die Wasserspiegel der Flüsse unaufhaltsam an. Es bilden sich riesige Seenlandschaften, in denen unzählige Fische ideale Fortpflanzungsbedingungen vorfinden. Auch die Schachbrettsichliden zieht es hierher, um sich zu vermehren. Auf den ersten Blick gibt es genug Platz für alle, aber die Tiere sind wählerisch und so kämpfen Männchen erbittert um die besten Brutreviere. Dabei verbeißen sich die Kontrahenten oft ineinander und es kommt sogar zu Verletzungen. Schließlich wird eines der Männchen gewinnen und ein Revier mit mehreren Laichplätzen für eine Handvoll laichbereiter Weibchen beanspruchen. Die überschwemmten Uferareale mit ihrer dichten Vegetation sind bestens geeignet für das Brutgeschäft. Es gibt hier viele Verstecke und das Nahrungsangebot ist jetzt besonders reichhaltig. Die ersten Weibchen haben sich eingefunden und inspizieren interessiert die Laichgründe. Erwachsene und Halbwüchsige zeigen als Grundfärbung ein Schachbrettmuster auf silbrigem Untergrund. Während der Brutzeit lassen sich Männchen und Weibchen leicht voneinander unterscheiden. Die Männchen legen ein buntes Gewand an mit weinroten Flossen und blauer Kopfzeichnung. Die Weibchen bekommen eine markante rote Afterflosse und leuchtend gelbe Bauchflossen. Das typische Schachbrettmuster kann bei Erregung komplett verschwinden oder ist nur noch als Streifen zu sehen. Immer wieder müssen sich die Platzhirsche gegen Eindringlinge und neue Rivalen behaupten. Die Kämpfe verlangen vollen Einsatz und viel Ausdauer. Aber es lohnt sich, denn der Sieger darf mit den Weibchen balzen und sich mit ihnen paaren. Männliche Dicrossus maculatus beanspruchen ein großes Revier, denn sie wollen mit möglichst vielen Weibchen ableichen. Deswegen ist der Streit um Reviere und Weibchen auch besonders heftig. Ein Gelege umfasst meist weniger als 100 Eier. Wenig verwunderlich erreichen die Weibchen doch nur 5 cm Endgröße und bleiben damit 1-2 cm kleiner als die Männchen. Deshalb gehören Schachbrettsichliden ganz klar zu den Zwergbuntbarschen. Wenige Tage nach dem Ablegen der Eier schlüpfen die winzigen Larven und nach weiteren 3 Tagen schwimmen sie frei. Ausschließlich die Mutter kümmert sich um den Nachwuchs. In den nahrungsreichen Überschwemmungsgebieten findet dieser leicht Futter und so wachsen die Jungen schnell heran. Im Dickicht aus Vegetation, alten Ästen und Laub sind sie gut geschützt gegen Fressfeinde. Die Mutter geht auf Nummer sicher und vertreibt sogar den eigenen Vater. Dennoch wird ein Großteil der Nachkommenschaft die ersten Wochen nicht überleben. Mit dem Rückgang des Wassers werden die verbliebenen Jungfische in die Hauptströme ziehen, um ihrerseits zur nächsten Regenzeit um die besten Laichplätze zu konkurrieren.